Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Trantor. Und ich habe aufgetankt. Transferiert. Dann würde ich sagen, können wir hier gleich wieder rausgehen. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht, Sekunde. Plünderhannes. Du bist in Trantor. Jawohl, dann wirst du mal bitte erweiterte Optionen. Warenaustausch mit Militärlagerhalle. Die Kampfdrohnen behältst du. Energiepulskanonenmunition. Energiepulskanonenmunition. Transferiert. Warte mal, Quantumröhren sind doch zivil, wa? Raumkraut. Bofu, Teladianium habe ich. Sojabohnen, Agnufleisch. Energiezellen. Tomahawk-Raketen. Transferiert. 115 Banshees, die könnte ich eigentlich verkaufen. Banshee-Rakete. Transferiert. Mantis-Rakete. Flammenschwert-Rakete. Transferiert. Rapier-Rakete. Transferiert. Oh, Hammerhaie. Rakete. Baluga-Rakete. Transferiert. Ferngelenkter Gefechtskopf, der bringt auch richtig Geld. Ferngelenkter Gefechtskopf. Transferiert. Aurora-Rakete. Transferiert. Hurricane-Rakete. Transferiert. Gewittersturm-Rakete. Transferiert. Donnerschlag-Rakete. Transferiert. So, Feuerfalter. Transferiert. Eingehende Nachricht. Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Hummelrakete. Transferiert. Wo hast du denn? Rakete. Transferiert. Wespe-Rakete. Transferiert. Die behältst du mal. Die behältst du. Den behältst du. Gut. Ja. Oh, warte mal. Dann kannst du doch... Impulsstrahlenemitter. Entfernt. Oh. Impulsstrahlenemitter. Installiert. Okay. Erledigt. Waffenkäufer Lou. Ah, grausamer Vorstoß. Genau. Du kaufst hier Erz ein. Erz. Transferiert. Ja. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe bitte zurück nach Lou. Und zwar Impulsstrahl. Nein. Wo ist er denn? Hier, Flammschleuder. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich dort einen Hacker finde. Das ist eine Idee. Ich springe heute nach Lou. Aber bevor ich das mache, dank Ghost Rider habe ich das Satellitenfrühwarnsystem aktiviert bekommen. Das Skript hat wohl funktioniert, aber mir fehlte dieses Oberhauptskript, was dann die anderen Skripte verwendet. Und da ist jetzt sogar Mars drin. Das heißt, ich kann jetzt hier mal gucken. Alle Schiffe, Jäger, außer M6. Ich sag mal alle Schiffe. Wartezeit. 5 Minuten, hast du gesagt. Spüre verlassene Schiffe auf. Ja. Alle Satelliten zum System hinzufügen. Oh, hallo. Ah, hier zeigt ihm jetzt alle roten an. So. Muss ich jetzt noch Einstellung übernehmen machen? Nö. Wer ist denn hier angekommen? Argon, Lieferant, Mammut. Oh, guten Morgen. Wo willst du hin? Standort Trantor. Standort Trantor? Du bist hier stationiert? Der hat mir jetzt aber hier keine Station aufgebaut, oder? Nö. Gut. Weil da habe ich gesagt, das ist nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was auf meiner Sektorkarte auf. Warte mal. Wie kann ich das jetzt machen? Also, ich gehe ins Menü rein. Aufgespürte Schiffe 1.
Kann ich zu dem Sektor hingehen? Wird mir das irgendwo angezeigt? Nutzsignal von Breiter Graben. Warte, Breiter Graben hast du gesagt. Ja, muss ich mal gucken. Blauer Profit, Brennungstrumpf, Breiter Graben. Ah, sobald Piraten durchlaufen. Okay. Notsignal. Das sieht wirklich nach Notsignal aus. Also jedes Mal, wenn jetzt Piraten... Okay, ich werde das mal eine Weile laufen lassen. Was machst du hier eigentlich? Standort Trantor. Raketen keine. Du baust mir jetzt hier aber nicht eine Station auf, oder? Und da steh dich, Freundchen. So. Ich springe mal nach Lu rüber und guck mal, ob ich dort zufällig einen Hacker finde. Oh. Oh. Ich nehme das Nordtor. Wo sind Osttor? Osttor ist da hinten. Na gut, ich nehme das Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, nur mal gucken. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiiere Sprung. Breiter Graben. Also wenn ihr mir jetzt alle 2 Minuten ein Satelliten-Lotsignal schickt. Mine gefunden. Eingehende Nachricht. Waffenkäufer Lu ist zu Hause angekommen. Ressourcen werden nicht verkauft. Erz verkauft. Genau. So. Und jetzt wirst du nochmal nach grausamer Vorstoß springen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und die nächste Fuhre holen. So, ich wollte jetzt gucken, ob ich hier irgendwie einen Auftrag bekomme. Nichts. Ach, das sind die Squash-Minen. Ob ich die einsammeln kann, wenn ich dagegen fliege? Ich werde kein Risiko eingehen. So. Gut, also einen Hacker gibt es hier nicht. Dann gucke ich einfach mal nebenan. Wow, guten Morgen. Guten Morgen. Asteroid. Mäh. Hättest ruhig mit was Besserem aufwarten können. Impulsstrahlen Emitterschmiede, Alpha. Wenn du Erz haben willst, ich kenne einen guten Händler. Hättest du Bock, muss ich ihn nur reinlassen. Asteroid. Impulsstrahlen Emitterschmiede. Sie sprechen mit dem Auto negativ. Ihre Anwesenheit wird weder erwünscht noch geduldet. Dann kriegst du kein Erz. Achtung, Mine gefunden. Und wo? Ja, Achtung, Mine gefunden. Erreiche System. Zweifel des CEOs. Ah. Ich hacke sie. Sonnenkraftwerk XL Alpha. Der hackt mich rein. Gibt Notsignal von... Ja, ich höre. Sonnenblumenölraffinerie L Beta. Sonnenkraftwerk X. Sie sprechen mit dem automatisierten Sion. Nur Teladi, diese Mission ist wirklich alles andere als schwer. Nein. Sonnenkraftwerk. Sie sprechen mit dem Notsignal von. Ja, von was? Okay, also. Schiffe aufspüren. Jäger und Großschiffe mache ich mal. So. Nachrichtentyp. Sprache und Log. Nachricht? Ach so, dann schickt ihr mir das da unten? Oh, warte mal, er sagt Log-File. Hey. Nachrichtenlogbuch?
Ihr Satellit hat feindliche Schiffe in Alata Zügel entdeckt, feindliche Schiffe in Firmstolz, feindliche Schiffe in Günthers, feindliche Schiffe in Handelshafen. Na, sieht doch toll aus. Feindliche Schiffe im Breiter Graben entdeckt. Ah, ach, das meinen die mit Nachricht. Nicht hier unten in Düdelüt. Nee, komm. Dann will ich wieder Sprache und Log haben. Geht auch nur Log? Na gut, geht nicht. Staffelschutz brauche ich nicht. Habe ich noch nicht. Schade, dass ich hier nicht einfach in den Sattel aus dem System entfernen. Aber ich kann hier nicht einfach in den Sektor springen. Raumkrautplantage und Ödland. Gut. Da muss ich mal gucken, wie lange, wie gut ich damit zurechtkomme. Sonnenblumenölraffinerie L Beta. So. Sonnenblumenölraffinerie M Alpha. Apropos zurechtkommen. Splitfeuer. Eingehende Nachricht. Ist ruhig. Kein Pilar. Kein Pirat. Das ist cool. Sonnenblumenölraffinerie. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Benötigen Teladi. Möchten Sie mit dieser Aufgabe einen guten Profit? Das ist kein guter Profit. Sonnenblumenöl. Sie sprechen mit dem benötigen Teladi. Wir werden nun die erwünschten Informationen. Ja, klar. Waffenkäufer Lu. Ja. Transferiert. 164. Pass mal auf. Spring du mal bitte nach Trantor. Vielleicht kann ich da ein bisschen Erz abliefern. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Aber hier habe ich im Umkreis um Lu herum nichts. Und hier ist nichts los? Mitons Zufluss. Da gucken wir mal die Satelliten an. 10%, 20, ja, Satelliten, 30, die 40, Asteroiden an. 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Mitons Zuflucht. Moin! Asteroid. Ja? Asteroid? Asteroid. Ich will ihn scannen. Asteroid. Asteroid. Den kann ich gar nicht scannen. Asteroid. 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 Notsignal von Lumangstrats Vermächtnis. Ah, ich sehe schon, wir wären keine Freunde, liebes Satellitenfrühwarnsystem. Oh, da ist eine Galeone. Da geht doch. Notsignal von Ödland. Ach so, nach Ödland kann ich ja nicht. Da muss ich nach. Rakete im Anflug. Profitbrunnen. Eingehende Nachricht. Notsignal von Aladnas Hügel. Oh, ich sehe schon, wir werden keine Freunde. Erreiche System. Profitbrunnen. So. Moin, Großer. So.
Menagerie Shipyard. Mal gucken, ob die was rausgeworfen haben. Autopilot, Kommandokonsole, Navigation. Gehe bitte zu... Reicht hier ein Satellit? Ja, reicht. Notsignal von Herzenslicht. Autopilot aktiviert. Ich glaube, ich muss mal den Piraten mal eine ganze Menge aufräumen. Ich glaube, wenn man jetzt noch aktivieren kann, dass dieses... Teladi Handelsstadt. Sie sprechen mit dem Automat... Lassen Sie und Teladi die von Ihnen geforderten Informationen werden gerade übertragen. Tukan Frachter. Schade, die haben ja keinen Tukan. wenn man jetzt noch automatisieren kann, dass das SR und D bei jedem Notsignal gleich losrennt. Ich glaube, da kann man das hier abhaken. Eingehende Nachricht. Waffenkäufer. Eingehende Nachricht. Erz transferiert. Energiezellen transferiert. Das war der Autopilot. Ja, also ich bitte das mal zum Protokoll zu nehmen. Das war der Autopilot. Ernsthaft? So, willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind auf Trantor und ich tanke mal wieder auf. Oh, hallo? Energiezellen transferiert. So, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, gleich... Was macht ihr da unten eigentlich? Flump, der springt weg. Genau. Gleich meldet sich der Waffenkäufer aus Lu, dass sie angedockt hat, dann befüllen wir den mit Eisenerz. Ja, ihr seht, der braucht jetzt noch 2 Minuten, weil vor der ersten Aufnahme habe ich noch ein bisschen offscreen meine Schiffe jongliert, damit ich das nicht immer in der Folge machen muss. Und deshalb hat der hier noch 3 Minuten vor sich. Ja. So sieht's aus, wenn man den Autopiloten fliegen lässt. Ich glaube ja, hier saß jetzt der heimlich KI-Johnny aus dem Landwirtschaftssimulator am Steuer. Und der war nur Mähdrescher gewohnt. Da war er mit dem Raumschiff etwas überfordert. Ja, würde ich einfach sagen. Wir machen dann beim nächsten Mal wieder... Eingehende Nachricht. Oh. Plünderhannes... Nee, komm. Den sortiere ich jetzt wieder offscreen. Das haben wir schon gesehen. Ich sage einfach, danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Danke für eure Hilfe. Genießt den Tag. Und see you later.